Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag und ich nehme euch wieder mit durch die Woche. Nicht wundern, ich sehe ein bisschen demoliert aus. Ich war gerade beim Sport und ich war die letzte Woche gar nicht da und heute auch extrem, keine Ahnung, mir ist es so schwer gefallen. Ich bin bei den letzten Übungen ist mir schon schwindelig geworden und ich musste, ja, sagen Sie jetzt, ich brauche eine Pause, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das gerade an dem Wetter liegt oder woran, aber ich war die Woche extrem karo. Ich glaube, es liegt am Wetter, könnt ihr mir mal gerne schreiben. Bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, zu dem Thema K.O. wollte ich hier nochmal was sagen. Ich muss das nämlich öfters betonen. Ich finde das immer wichtig, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ich setze mich hier hin, ich ziehe extra, okay, ich komme jetzt von draußen vom Sport, ich hatte mein Kopftuch an, aber ich ziehe extra mich für euch an. Meistens bin ich zu Hause halt ohne Kopftuch und mit Kurzarm und so weiter. Ja, das wissen viele auch nicht, die denken so, ich trage den ganzen Tag das Kopftuch. Das war jetzt nochmal eine Sache am Rande. Aber ja, dass es schon immer bewusst ist, was man in dem Moment filmt. Und mir ist es halt wichtig zu sagen, die meisten vloggen nicht oder filmen nicht, wenn es denen in dem Moment nicht gut geht oder sie total schlechte Laune haben und mega aggro drauf sind und so weiter. Und deswegen, das solltet ihr schon bedenken, dass wenn es mir nicht gut geht, wenn ich schlechte Laune habe, mich die Kinder wieder verrückt gemacht haben, dann hole ich nicht die Kamera raus und fange dann an zu vloggen. Und ja, weil ich wieder halt so einen Kommentar gelesen habe unter dem letzten Video, so, dass halt, ja, dass manche sich schlecht fühlen oder dass nicht jede Frau das kann, so den ganzen Tag in der Küche stehen und all solche Sachen. Deswegen wollte ich hier nochmal sagen, ihr seht ja ein Video von, ja, 30 bis 40 Minuten, ne? Das ist ja so ungefähr, so lang sind meistens so unsere Videos. Und das sind immer Ausschnitte von mehreren Tagen, ja? Es ist nicht alles an einem Tag gefilmt, außer es ist jetzt dieses, wie sieht unser Tagesablauf aus? Und der ist ja auch nicht jeden Tag so. Das ist dann auch irgendwie irgendein Tag und dieser Tag verläuft dann eben so. Es sieht halt nicht immer so gleich aus und eben, ich mache nicht diese Sachen. Gerade jetzt vor allem, wo es jetzt super heiß war, ich habe gestern gar nichts gemacht. Ich war nur ganz kurz einmal in der Küche, um den neuen Käfig aufzusetzen. Sonst habe ich gar nichts gemacht. Wir haben Pizza bestellt, haben nicht mehr gekocht, weil es so super heiß war. Also, dass ihr wisst, ich weiß nicht, dass manche denken vielleicht, ich stehe von morgens bis abends in der Küche. So ist es nicht, ja. Erstens, ich liebe es, in der Küche zu sein. Das ist so etwas, das mag auch nicht jeder. Und ich kann total verstehen, dass nicht jede Frau diese Zeit hat. Ja, ich kann es total verstehen. Andere gehen arbeiten, sie kommen nach Hause und dann müssen sie auch noch Haushalt kochen. Kinder, da habe ich den größten Respekt vor. Also ich habe da wirklich ja ganz großes Glück, dass ich ja auch mein Hobby, weil ich mache sehr gerne in der Küche Dinge. Ich teste sehr gerne neue Rezepte. Ich experimentiere und freue mich jedes Mal, wenn ich etwas gelernt habe. Ja, vor allem Dinge eben selber herzustellen für eine gesunde Ernährung. Das ist etwas, womit ich mich halt seit vielen Jahren schon beschäftige. Und ich mag das sehr, sehr gerne und das ist halt mein Hobby. Und ich bin da sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich mein Hobby eben auch zum Beruf machen konnte. Und ja, meinen Alltag mit euch teilen darf, ja. Das ist nicht bei jeder Frau so. Und deswegen ist mir da ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass keiner von euch bitte ein schlechtes Gewissen haben soll. Nur weil, ja, ich irgendwie so viele Dinge mache. Ich habe die Zeit, ich kann von zu Hause aus eben arbeiten. Und das ist wirklich ein Luxus für mich und ich bin da wirklich euch auch sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. Deswegen, ja, ganz wichtig, das nochmal zu erklären und dass ihr auch wissen sollt, dass jede Mama struggelt und wir haben alle unsere guten und schlechten Tage und ihr müsst bedenken, ich habe hier 7, ich weiß nicht, ob man schon eine 19-Jährige noch als Pubertierende bezeichnen kann. Ich würde mal noch sagen, dann sagen wir mal 8 Pubertierende, na okay, sagen wir 7 Pubertierende, Mam zählt schon als eine Erwachsene, würde ich schon fast sagen, obwohl ich sie nicht so sehen möchte. Ja, 7 pubertierende Kinder und ihr könnt euch eben vorstellen, dass es hier auch nicht immer einfach ist und auch oft sehr laut und hier viel Gestreite ist und Gezanke und das ist auch ganz normal und natürlich würde ich meine Kinder niemals in ungünstigen Situationen filmen und das ins Internet stellen. Also ihr merkt da auch, dass, ne, ich habe pubertierende Kinder und ich filme sie nur dann, wenn sie auch damit einverstanden sind. Da gibt es ganz viele Beispiele, also wenn ihr noch so von früher euch die Videos anguckt, Malik Musa war eigentlich so derjenige, der immer super gern vor der Kamera war, deswegen, ich habe oft so Kritik bekommen, so von wegen, der Jüngste ist mein Lieblingskind, weil man den so oft sieht, dabei ist es halt so, dass er ganz viel und ganz oft vor der Kamera war und das gerne gemacht hat und jetzt zum Beispiel ist er in der Phase, wo er es nicht so oft möchte.
Und das kann sich halt jederzeit ändern, ist halt bei den Kindern mal mehr, mal weniger. Damals hat mein Mann sich gar nicht gezeigt, jetzt ist er ja immer mehr, dass er sich auch mal gerne zeigt und so weiter. Und genauso ist es bei Medium, mal will sie sich zeigen, mal nicht. Deswegen, ich respektiere das und so dementsprechend, ja, sieht man den einen mal mehr, mal weniger. Mal gibt es eine Woche, da sieht man die Kinder gar nicht. Also wir machen das halt ganz natürlich und alles so, ja, spontan, würde ich sagen. Und es sind immer noch viele Dinge im Alltag, die, ja, die privat unter uns sind, die nicht mitgefilmt werden. Das wollte ich hier einfach nochmal sagen. So ein Disclaimer muss ab und zu mal sein. Ja, ich habe auch meine Phasen, gerade dann, wenn wieder so meine Hormone mich überkommen und so, wo ich dann einfach auch, ja, abwasche und dabei heule, weil mir alles zu viel ist. Also diese Situation gibt es. Und manchmal denke ich so, okay, eigentlich müsste ich jetzt wirklich die Kamera aufstellen und das mitfilmen, einfach so, dass man das sieht, aber ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, man will das halt auch nicht. Aber so ist der Alltag, ne? Also wenn ich immer mein Leben beschreiben würde, dann, wenn es so eine Linie wäre, dann würde das immer Höhen und Tiefen geben. Und so ist das Leben. Man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Und das haben wir schon seit so vielen Jahren, schon seit unsere Kinder auf der Welt sind, haben wir unsere schweren Phasen, unsere einfachen Phasen und so weiter. Und das ist halt einfach ganz normal. Und so ist es als Eltern. Und man macht immer weiter. Auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn man eine Downphase hat, irgendwann rappelt man sich wieder auf und es geht weiter. Ich denke, das kennen wir Eltern alle sehr, sehr gut. Und ja, bevor ich hier noch weiter 3 Stunden rede, starten wir in den Tag. Ich flitze jetzt erstmal unter die Dusche, mache mich frisch und dann, ja, wird wieder gekocht. Ich habe auch Johannisbeeren wieder von unserem Nachbarn, der hat einen nämlich großen Strauch bekommen. Mache ich wieder irgendeinen Kuchen oder so, muss ich mal gucken. Also heute ist es jetzt ein bisschen besser, das Wetter, deswegen gehe ich heute in die Küche. Ich habe auch super viel Hausarbeit, ne? Nochmal so. Nächste Woche ist es ja schon soweit. Oh Gott, die Zeit rennt einfach so schnell. Nächsten Sonntag, ne? Fahren die Kinder los oder Samstag? Nächsten Sonntag fahren die Kinder schon in ihr Ferienlager und ich und mein Mann fahren dann am Montag in unseren kleinen Urlaub. Ja, also, oh Gott, ich sag's euch, ne? Die Zeit rennt unglaublich schnell. Die Kinder haben ja eben schon Ende der Woche. Nee, Quatsch, die haben nur bis Mittwoch Schule, ne? Die gehen auch schon in die Ferien. Ja, und ich habe super viel Wäsche und aktuell ist eine meiner Waschmaschinen kaputt. Das ist mal das Beste. Gott sei Dank habe ich 2 und die eine läuft noch, aber bei der anderen ist das Schloss kaputt. Ich kriege die Tür nicht mehr auf und zu. Das ist komplett aus der Dings, hat sich gelöst, eine Schraube verschwunden. Ich kriege die Tür nicht zu. Das ist gerade die große mit, was hat die denn, 12 Kilo? Und die meine andere hat, glaube ich, 9 Kilo Fassungsvermögen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen darf ich jetzt nicht anhäufen lassen, sondern muss die ganze Zeit jetzt waschen. Weil sonst ist immer Katastrophe. Also Wäsche ist ganz schlimm und es ist ganz doof, wenn man Wäschekeller hat. Das ist ganz, ganz doof. Wenn man dieses hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ich wünschte, ich könnte das wirklich im Badezimmer haben. Leider ist da überhaupt kein Wasseranschluss. Ich hätte eigentlich den Platz im Badezimmer, da stehen bei mir 2 große Schränke. Eigentlich ist da genau so eine Lücke, wo man hätte da eine Waschmaschine reinstellen können, aber nein. Da ist überhaupt kein Wasseranschluss. Das ist nicht mal Steckdosen. Nicht mal Steckdosen gibt es da in den Bädern. Verstehe ich nicht, was die hier sich gedacht haben beim Bau dieses Papphauses. Ich nenne ja das immer Papphaus hier. Das ist die Außenwand. Hier hört sich gerade ein bisschen Dings an. Das ist einfach nur Spanplatten, dieses Haus. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Im Winter super kalt. Im Sommer ist hier Sauna, weil das Dach und alles heizt sich auf. Naja, gut. Wir wollen ja hier zur Miete, ist ja nicht unseres, sonst müsste man hier komplett mal eine Dämmung machen. Aber gut, let's go. Ich mache jetzt einmal den Fruchtkäfer, nenne ich es dann mal, für uns alle. Hier einmal Erdbeeren, das sind die gefrorenen aus unserem Garten und Banane. Das macht das Ganze schön süß und lecker. Und dann haben wir hier den selbstgemachten Kefir. Hier sind jetzt ungefähr 1,5 Liter noch, die ich über habe. Neuer Kefir ist schon fertig, der ist schon im Kühlschrank und der neue Ansatz ist auch schon bereit. Also das ist so super. Jeden Tag frischer Kefir. Schwupp. Jetzt wird gemixt. Oh, vor allem mit den gefrorenen Früchten ist schon fast wie so ein Slushy. Ah, super lecker und erfrischend.
so frisch. Wer es noch süßer haben will, kann noch Datteln mit dazu geben. Mache ich auch ganz oft. Dann ist es nochmal wirklich so ein süßes Getränk. So ist es so perfekt. Also ich mag es so, ich mag es halt nicht so süß. Wollte ich absagen. Ja. Für alle. Alle haben nicht hingehört. Die Form ist auch schön, ne? Tabi. Was war's? Hm, oder bitte. Ah, das ist ein Ich bin wieder zurück. Ich war unterwegs. Ein Kind hatte einen Termin beim Kieferorthopäden zur Kontrolle. Und dann war ich einkaufen, habe ein paar Erledigungen gemacht, musste Pakete abgeben. Beim Schneider war ich, habe zwei Hosen abgegeben, die ich kürzen lassen muss. Und ja, jetzt mache ich schnell Essen. Und wenn ihr letzte Woche den Vlog gesehen habt, dann habt ihr doch gesehen, dass ich diese Gemüsepuffer gemacht habe mit Zucchini, Karotte, Kartoffel und Lauch. Und das gleiche mache ich jetzt auch, aber ich mache es, ich würde sagen,
wie eine Art, wie eine Quiche würde man das nennen. Also ich mache die ganze Masse einfach in eine Auflaufform und backe das Ganze im Backofen. Und dann wird es wie so ein Kuchen in so Stücke geschnitten. Natürlich so gebraten in Öl schmecken die natürlich ein bisschen leckerer, aber so geht es halt einfach schneller und schmeckt trotzdem sehr gut. Und ich hab's gelesen, eine von euch hat einen guten Tipp gegeben und zwar meinte sie, ich soll da noch Feta-Käse mit reinmachen. Und das werde ich jetzt machen, da bin ich mal gespannt, das passt nämlich sehr, sehr gut dazu. Ich mache jetzt hier auch schön viele Kräuter rein diesmal, letztes Mal hatte ich nur Dill reingemacht, jetzt mache ich Dill und Petersilie. Ich schredder mir hier alles mit der Maschine klein. Das geht dann auch nämlich super schnell. Ich mache jetzt auch wieder einen Gurkensalat, weil wir haben viele Gurken. Und ich habe meinen selbstgemachten Joghurt. Und deswegen gibt es dazu, und ich finde, das passt auch dazu so gut, weil das ja, ich mache ja auch schön viel Knoblauch rein. Das ist dann wie so eine, fast wie so ein Tzatziki, ne? Der Kuchen war auch super lecker. Also der hatte was von einem Apfelkuchen, aber so mehr säuerlich, ne? Also die Mirabellen, die sind halt ein bisschen säuerlicher, war sehr, sehr lecker aber. Mädels im Background schälen mir schon die Karotten und die Kartoffeln und das ist das gute Stück. Haben wir nämlich eine große Zucchini geerntet und die ist dann auch super praktisch. Ich überlege, ich glaube, ich bin zu faul, die jetzt diesmal auszudrücken. Ich habe die beim letzten Mal so ein bisschen gesalzen und so 10, 20 Minuten stehen lassen, weil die lässt schon viel Wasser und dann ausgedrückt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich es ja eh in der Form mache, lasse ich das einfach. Und ich überlege, ob ich Vollkornmehl reinmachen soll, ob ich mir frisches Mehl mahle und das mit reingebe, dann ist es noch mal ein bisschen nahrhafter. Ich glaube, ich mache das so. Aber ich überlege, ob ich Dinkel oder Roggen oder Weizen. Ich nehme dann Weizenvollkorn. Ja. So, fehlt denn hier irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Also ihr könnt Gemüse reinmachen, was ihr mögt. Also ich mag gern, wenn da nochmal so Lauch drin ist oder so Lauchzwiebel. Einfach nochmal so ein bisschen zwiebeliger das Ganze zu machen. Also ihr könnt eigentlich an Gemüse reinmachen, was ihr wollt. Hier mein Sellerie, schaut den euch mal an. Mashallah, ich brauche kein Sellerie mehr kaufen. Hier, der sieht richtig gut aus. Ja, bei den Bohnen geht's so. Ist okay. So. Hier hat er auch irgendwas eingepflanzt, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, hier ist auch eine dicke Gurke. Okay, die nehme ich mal mit. Guck mal hier, diese Blume, wie schön es ist. Die geht nämlich immer abends auf. Hier. Ich glaube, das ist weg. Ach, und hier, das sind unsere... Hey, das war letztens noch so klein. Könnt ihr euch erinnern? Das ist ja unsere Weintrauben. Und jetzt schaut mal, ich kann mir auch die Blätter pflücken. Dann habe ich Weintraubenblätter, Weinblätter für Sarma. Das sind noch richtig schöne, junge Blätter. Schaut mal, die meinte nämlich auch, mein Mann, die können wir zupfen. Hier sind auch noch ein paar Kohlrabi, die müssen auch langsam geerntet werden. Hier, das sind alles Karotten in der Erde. Das ist auch noch viel Radieschen. Oh, da ist ja noch so eine dicke Zucchini. Es geht einfach so schnell. Hier, da hatte letztens jemand mir geschrieben für irgendein Mittel, um das zu behandeln, aber das ist die Zucchini-Sorte, die hat so eine Blätter, das ist jetzt keine. Ich weiß, es gibt sowas, wo die Blätter so eine Krankheit kriegen, aber nein, das ist die Sorte, so, da sehen die Blätter so aus. Das ist ja hier alles Rotkohl, hier ist auch wieder Zucchini und das wusste ich nämlich auch, das hat mein Mann mir letztens gesagt, das sind alles Süßkartoffeln. Da meinte ich so, ah, cool, wir lieben ja Süßkartoffeln. So, jetzt suche ich mir mal ein paar Gurken. Hier sind ja keine Gurken. Diese schöne dicke Gurke. Die haben immer diese Stacheln, ne? Die erste Gurke habe ich schon mal. Da ist sie. Weiter. Hier, die kann ich mir auch noch nehmen. Die hier. Ach, ist die pieksig! Warte, nee, ich nehme mal von den Schlanggurken, das nehme ich mehr. Die ist mir auch zu pieksig. So, ich zeige euch hier nochmal den aktuellen Stand. So sieht es hier aus. Hier wachsen die Stangenböhnchen schon bis nach oben und hier sind schon die ganzen Blüten, also das wären dann die ganzen Böhnchen, mega. Das sind ja auch hier alles Gurke. Ab hier geht's los mit Tomaten, hier sieht man auch schon die Tomaten, die sind nur noch nicht rot. Hier sind am meisten schon Tomaten und hier hat er auch Johannisbeersträucher 2 reingemacht.
Dann haben wir auch ein paar Johannisbeeren. Ich habe hier so eine fette gesehen. Ja, ja, der hat wieder welche verteilt. Ich hatte voll viele gesehen und die sind weg. Ich glaube, das reicht mir, oder? Aber wenn es dann eh losgeht und die alle gleichzeitig, man sieht ja hier zum Beispiel diese ganzen gelben Blüten, wenn die gleichzeitig alle dann Gurken geben, das sind dann richtig, richtig viele. Also so in ein, zwei Wochen sind da richtig viele Gurken dann. Also dann muss ich die einmachen, ne? Die. Ich nehme noch von da drüben die Piekse-Gurke und dann reicht das für den Gurkensalat. Hier ist übrigens, ach, hier sind auch Tomaten. Guck mal. Hab ich jetzt erst gesehen. Da. Und da. Hier ist so mein Kräuterbeet. Petersilie, Schnittlauch, Salbei, das war Zitronenmelisse, glaube ich. Und Thymian, Petersilie nochmal, Basilikum. Und hier wollte ich euch auch noch zeigen, guck mal, die Peperonis. Yay! Und hier sind auch die ganzen Tomatensträucher. Charakter,
geht doch schon. Ahmed, wie heißt der nochmal? Ja, irgendwann wird es mehr. Thank you.
Also so ruhig, dass ganz oben das hier so dran ist. Ne? Ja. Mittig? Ja. Perfekt. Gut, ne? Ja. Und da kann man so. Mhm, zum Beispiel. Direkt griffbereit. Schneidebrett hängt. Ah. Das Ding hängt. Und meine Topflappen. Das ist ja eine fantastische Idee. Gut, ne? Ne? Ja. Sehr gut. Direkt kannst du wieder zu. Butter, Butter, mal. Okay. Komm mal. Ich soll doch nicht in die Küche.
Thank you.